Dennis, wir sollen den Leuten was erklären. Hör auf mit den Faxen. Drama. Drama. Also begrüßt die Leute, macht das anständig und dann beginnen wir. Hallo liebe Kraftsportfreunde, hier zum fünften Teil der Strongman Academy. Und heute steht auf dem Dienstplan die Push-Press. Auch Schwungdrücken genannt auf Deutsch. Finde ich persönlich eine essentielle Übung für den Strongman von heute. Sozusagen, wir haben die Hantel auf der Brust und arbeiten aus den Beinen raus und drücken die Hantel über Kopf. Das haben wir schon mal gemacht, das war der dritte Teil. Wenn ich mich richtig entsinne von der Strongman Academy, haben wir das Schulterdrücken gemacht ohne Beineinsatz, also einfach nur das normale Military Press. Und dieses Mal machen wir das mit Beineinsatz. Im Strongman machen wir so, dass Dinge geschehen. Also das heißt nicht, wie schön wir es machen oder mit welcher Technik. Wir machen es einfach schnell und dass es passiert. Zum Thema Push Press werden wir euch das jetzt alles mal von A bis Z zeigen. Wenn die Hantel oben liegt, wie man verfährt. Also wenn der Athlet mit der Hantel oben steht, es geht erstmal um den oberen Rücken. Er darf nicht eingerundet sein. Ich sehe viele Athleten, die ihren Rücken einrunden. Und wenn sie dann ihre Arme nach oben haben, kommen sie dann in diesen Bereich mit den Händen, mit der Stange, nicht mehr an den Punkt, wo wir die Stange haben wollen. Die Stange wollen wir direkt hinterm Deltamuskel haben. Der liegt hier. Und hier geht die Stange durch. Der Dennis ist ein steifer Bock, genauso wie ich. Dadurch, dass wir eine gewisse Armmuskulatur haben und er kommt jetzt mit dem Arm hier rum und blockiert mit dem Brachialis seinen Bizeps, kommt er mit der Hand nicht mehr so tief rein. Das werdet ihr euch auch sagen können, mit 60 Kilo kommst du mit der Hantel nicht rein. Nö. Ab 100 Kilo wird es besser, ab 140 Kilo wird es schön. Genau. Dann liegt die Hantel komplett auf dem Schlüsselbein auf, also hinter dem Deltamuskel. Und dann kann man schön sauber mit den Beinen schieben. Also wir werden euch das jetzt mit 75 Kilo vorführen. Wird nicht so funktionieren, weil die Stange halt nicht komplett drin liegt. Na, vielleicht machen wir später einen schwereren Lift. Nochmal zum Thema Rücken. Deswegen rundet die Schultern nicht ein, sondern nimmt den hinteren Teil des Rückens und drückt die Brust nach vorne. Weil wenn ihr aufrecht steht und die Hand liegt hier hinter dem Delta-Muskel und ihr taucht mit dem Körper ab, liegt die Hand perfekt im Schwerpunkt. Wenn ihr den Körper nach vorne habt und habt die Hand hier und ihr geht nach unten, kriegt die Hantel sofort einen Drall nach vorne und wenn ihr dann den Push aus den Beinen rausgebt, fliegt die Hantel nach vorne. Deswegen schön groß machen, Hand nach oben und dann liegt die Hantel perfekt hier hinterm Delta am Kinn vorbei. Und dann, wenn er den Push aus dem Bein gibt, also erstmal wenn er steht, muss er seinen Gluteus extrem anspannen. So, stell dich mal ungefähr in die Breite hin, wie du ausstößt. Genau. Arsch anspannen. Und wenn er jetzt nach unten geht, gedanklich den Hintern kurz entspannen, dann lässt man sich sozusagen in die Leere fallen. Und wenn man dann unten ist, spannt man den Hintern wieder an und schiebt sozusagen nach oben. Das ist ein kurzer Moment. Das Entspannen und Anspannen, das muss schnell gehen und es ist das gleiche wie mit einem Fußball. Wenn der Fußball, wenn man einen Fußball tritt, der in einer ruhenden Position liegt, hat man eine Schussgeschwindigkeit von sagen wir mal 40, 50 km/h. Wenn aber jemand mir den Ball zuspielt und ich trete dann dagegen, hat der Ball eine viel, viel höhere Geschwindigkeit. Von daher, wenn ihr den Gluteus entspannt, also das ist jetzt die Hantel, das ist euer Körper, verlasst ihr die Hantel, ihr sinkt schneller ab wie die Hantel.
Selbst wenn die Hantel 200 Kilo hat, ihr senkt schneller ab. Zur Not drückt euch runter. Dann bremst ihr unten, die Hantel kommt nach unten und ihr seid schon wieder auf der Aufwärtsbewegung. Dann nehmt ihr die Hantel mit, dann biegt sie sich und dann springt ihr und durch diese Biegung der Hantel, oszillieren nennt man das, schwingt die Hantel wieder nach oben und kriegt einen immensen Drall nach oben und ihr müsst einfach nur den Trizeps ausklinken. Das ist hohe Schule. Wir möchten euch das jetzt auch gleich mit auf den Weg geben. Probiert es mal aus. Ihr müsst euch immer schneller bewegen wie die Hantel. Das ist sehr wichtig. Wenn man im Strongman-Bereich eine Apollonsachse nimmt oder ein Log, das sind starre Gegenstände, da kann man das nicht so umsetzen wie an einer Olympia-Hantel. Aber es geht. Es geht nicht zu 100%, aber man kann ein paar Kilos wettmachen durch diese Technik. Sollen wir es den Leuten jetzt noch zeigen? Mhm. Ein bisschen Gewicht. Also Dennis, nimmst du mal die 70 Kilo hoch, sozusagen, und dann probierst du mal das Teil auszustoßen. Wenn du sie hochnimmst, halt sie mal oben einen Moment. So. Also ihr seht, er kommt schon nach unten hin. Die Delta-Muskulatur sitzt noch ein bisschen weiter nach hinten. Aber das ist jetzt eine sehr gute Position. Jetzt muss er den Gluteus anspannen und dann ganz schnell arbeiten aus der Hüfte. Absetzen, zack. Wenn er das jetzt nochmal macht, seht ihr, dass die Hantel hier kurz nach oben schwingt und wieder nach unten. Macht das Gleiche nochmal bitte, Dennis. Schnell. Also sie bekommt hier eine Eigendynamik und davon habe ich jetzt gerade gesprochen. Genau. Wenn die Stange fliegt und eure Augen passiert, drückt ihr sie hinter den Kopf. Viele Athleten bleiben vor dem Kopf. Das ist nicht gut, weil dann wird nur der obere Delta beansprucht. Werft sie euch hinter den Kopf, dann wird der komplette Schultergürtel mitgenommen. Habt ihr sehr viel mehr Kraft, sehr viel mehr Stabilität. Und möchte der Dennis dazu noch was sagen? Ist eigentlich alles dazu gesagt worden. Ein bisschen zur Handgelenksarbeit. Ja, Handgelenksarbeit ist halt jetzt mit den 70 Kilo geht es noch von den Handgelenken her. Ab 120, 130 Kilo nehme ich dann die Handgelenksbandagen dazu. Ja. Weil sonst gehen die zu weit nach hinten. Genau, das ist bei mir. Durch diesen Schwung, der da oben kommt, genau, knicken halt die Handgelenke extrem ein. Genau, also das habe ich bei der Military Press schon erklärt. Versucht das Handgelenk so gerade es geht zu halten. Wir jetzt, also sage ich jetzt mal, die schweren Jungs sind ein bisschen gebeutelter, gerade wegen dem Brachialis und dem Bizeps. Wir müssen das Handgelenk etwas einknicken, um die Hantelstange in eine Position X zu bekommen, um sie perfekt auszustoßen. Und deswegen nehme ich schon ab 100 Kilo die Handgelenksbandagen, obwohl ich einen Lock und eine Apollonsachse ohne mache. Aber gerade bei so einer Olympia-Hantel nehme ich die gern tief hinten rein und deswegen biege ich gerne meine Handgelenke und deswegen Bandagen. Also ich persönlich habe jetzt schon 200 Kilo gedrückt in der Push-Press. Findet ihr irgendwo bei mir im Instagram das Video. Du bist auch jetzt bei 150, 160. 60. Genau. Wichtig ist, sucht euch einen guten Stand, einen bequemen Stand. Nicht zu weit, nicht zu eng. Und dann arbeitet wie der Dennis. Gesäß anspannen. Und dann das Gesäß kurz entspannen, Knie nach außen und Gesäß wieder anspannen. Es ist nur das. Entspannen, anspannen. Ihr müsst gar nicht viel mit den Beinen arbeiten. Die machen das automatisch. Denkt an euer Gesäß und denkt an die Geschwindigkeit. Habt keine Angst, weil viele Athleten gehen dann sehr langsam runter, nehmen die Hantelstange sozusagen mit runter, warten und dann kommt nur so ein kurzer Schub. Nein, ihr geht runter, verlasst die Stange, gibt von unten Schub dagegen, dass die Stange sich biegt und dann feuerfrei nach oben. Die Nachbarn machen schon wieder Krach und deswegen verabschieden wir uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt ein bisschen was mitnehmen davon, ein bisschen was in euer Training einbauen. Müsst halt gucken, diverse Fitnessstudios werden euch verbannen, foltern oder irgendwie, keine Ahnung, was sagt man noch? Ja, manche rufen wollen auch die Polizei rufen. Genau, manche wollen Autos. Genau. Weil diverse Fitnessstudios haben keine Abwurfplattform und wenn man halt hochgeht mit dem Gewicht und das Gewicht nicht schafft und es zurück in den Körper nimmt, ist es ein bisschen schmerzhaft.
Von daher sucht euch was, wo ihr eine olympische Abwurfplattform habt und da könnt ihr die Sau rauslassen. Oder ihr kommt halt bei mir vorbei. Aber meldet euch zuvor an. Also, bis zum nächsten Mal, euer Dennis und Dennis. Ciao.